7. Da werden die Helferposition eingenommen. Andreas, bitte organisieren noch 3 Freiwillige aus dem Fahrerlager für die Helferposition. Einfach 3 schnappen. Und wir brauchen noch einen Helfer hier in der Zeitnahme, sonst klappt das nicht. Achtung Fahrer, Achtung Helfer, der Start erfolgt innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Start! Ja, diesmal hat Robert sich gleich hinter Ben gehängt, lässt sich auch gar nicht da abschütteln. Ben mit einer 9.327 unterwegs. Da hat sich gefoltert, auch die Fahrer bitte mal in die Rückspiegel schauen. Die Beinfahrzeuge von Ben und Robert sind extrem schnell. ,1 Sekunden Abstand zwischen beiden. Ben taucht jetzt unter im Berufsverkehr, kann jetzt also die Chance nutzen, ein paar Fahrzeuge zwischen sich zu bringen. Aber Robert bleibt dran, hat den Berufsverkehr jetzt auch hinter sich und versucht jetzt natürlich an das führende Fahrzeug heranzukommen. ,8 Sekunden trennen beide Fahrzeuge. ,33 sind noch zu fahren. ,25 der momentane Abstand zwischen beiden. Ja, da hat sich der Robert und Ben gleichzeitig selbst gefahren. Das nennt man einen Teamgeist. So wartet man auf den anderen. Und Ben kurbelt da eifrig um die Strecke, um seinen Abstand deutlich zu vergrößern. 1,3 Sekunden jetzt auf beide Fahrzeuge. Und die Luft wird eng. Man merkt, es ist der zweite Lauf. Beide schenken sich gar nichts. Zwei Minuten sind noch zu absolvieren. Und der eine am Anfang der Geraden, der eine am Ende der Geraden, das ist relativ eng. 2 Sekunden Unterschied zwischen beiden Fahrzeugen.
durch die Überrundung kann Ben jetzt wieder in den Berufsverkehr eintauchen. Kann sich diese Vorteile jetzt gerade wunderbar ausnutzen. Kann damit den Abstand auf 3,49 Sekunden vergrößern. Und das ist natürlich jetzt schwer für Robert an der Stelle durchzukommen. Das war es dann auch. Fast 4,9 Sekunden Abstand jetzt zwischen beiden Fahrzeugen. Eine gute Fahrzeit. Wenn jetzt sauber draußen gefahren wird, glaube ich, das ist passiert. Achtung auf der Geraden, außen fahren, auf der Geraden, außen fahren, außen fahren, außen fahren, auf der Geraden, außen fahren. Damit schafft es Robert nicht mehr, Ben gefährlich zu werden. Das heißt, man kann ganz beruhigt, ganz sauber, ganz souverän die letzten Sekunden abspulen. Wir gehen jetzt in die Überzeit. Und damit ist der Lauf beendet. Gewonnen hat Ben vor Robert, Axel, Lukas, Matthias, Andreas und Jonas.